um die Vorherrschaft in der Kurpfalz. Ich bitte darum, dass man mir etwas Ton gibt. Beide Trainer, hier Hannes Bongardt und Klaus Schlappner. Ich kommentiere immer noch ohne Ton, das macht nicht besonders viel Spaß. Aber wir versuchen es halt so. Das Spiel in den ersten 20 Minuten ohne Höhepunkte, abgesehen von einigen Fouls. Hier Wolf an Bührer. Gelbe Karte für den Lauterbach. Eine Minute später, dann die Revanche. Bührer fault Wolf. Auch hier gelbe Karte durch den souveränen, unparteiischen Joachim Kautschor aus Eschweiler. Fast eine halbe Stunde gespielt, Freistoß für den SV Waldhof. Heck und Rombach immer noch verletzt. Die Mannschaft unverändert gegenüber dem 0:0 von Frankfurt. Der Gegenangriff über Wolf. Thomas Alofs. Da läuft Alfred schön davon. Wieder Wolf. Thomas Alofs. Schöne Flanke. Ein wunderbarer Abschluss von Dieter Trunk. 1:0 für die spielerisch besseren Lauterer nach 27 Minuten. Die Zeitlupenwiederholung. Dieter Trunk in der Mitte. Sträflich frei. Kohler war nicht in seiner Nähe. Und Robert Zimmermann hatte natürlich keine Abwehrmöglichkeit. 60 Sekunden später, Freistoß für Waldhof. Der Spezialist heißt Günther Sebert. 37 Jahre alt. Er machte heute sein 600. Punktspiel für den SV Waldhof. Er wurde dafür vor dem Spiel geehrt. Die hervorragende Parade von Ehrmann haben Sie gesehen. Aber weil es so schön war, noch einmal in der Zeitlupe. Günter Sebert seit 29 Jahren im SV Waldhof Mannheim. Er ist 37 Jahre alt, also von seinem 8. Lebensjahr an gehört er zu diesem Verein. Waldhof nun Ende der ersten Halbzeit stärker. Schlindwein, Remark und Duse. Das waren allerdings dann schon die wenigen Höhepunkte. 0:1, völlig verdient für die Lauterer zur Pause. Das Wetter wurde immer ungemütlicher und auf dem Rasen ging es auch nicht allzu temperamentvoll zu. 50. Minute, Konter und wieder Dieter Trunk. Allein vor Zimmermann. Das hätte die Vorentscheidung bedeutet. Dann dieses Wetter. 33.000, 30.000 davon im Freien. Es gibt hier nur wenige überdachte Plätze. Sie hielten aus. Geier. Und der Gegenangriff. Klotz. Beim SV Waldhof fehlte über weite Strecken die Bindung. Im Mittelfeld konnte keiner das Spiel an sich reißen. Bremer. Und auch dieser Ball ist für den schnellen Karl-Heinz Bührer zu steil. Schlappi. Er hatte heute viel zu sagen. Freude stand ihm selten im Gesicht. Dann musste Andreas Brehme, der ja schon leicht verletzt ins Spiel ging, ausgewechselt werden. Für ihn kam Löchelt. Und bei Waldhof kam Fritz Walter für Bührer. Dritte Ecke Waldhof, Bührer. Fritz Walter kam für Remark und das ist Sebert wieder. Fritz Walter. Ein eminent gefährlicher Mann, der sich lange mit Verletzungen herumschlagen musste, heute aber seine Gefährlichkeit wieder aufblitzen ließ. Und Ehrmann ein sicherer Rückhalt beim ersten FC Kaiserslautern. Wir sind immer noch in der 67. Minute. Kopfball schön. Jürgen Kohler drückt den Ball über die Linie. 1:1. Der Ausgleich im Südweststadion. Torschütze, der 19-jährige Jürgen Kohler, der in dieser Woche zum kommenden DFB-Lehrgang eingeladen wurde. Hier kommt er zuerst mit dem Innenriss an den Ball. 1:1 nach 67 Minuten.
Wer jetzt geglaubt hatte, der SV Waldhof würde sich steigern können, würde mehr Gefahr vor dem Lauterer Tor erzeugen können, der sah sich getäuscht. Dieser weite Abschlag von Torwart zu Torwart, symptomatisch für das Spiel. Dann die 90. Minute, letzter Eckstoß für Waldhof. Schlindwein. Fritz Walter schießt den eigenen Mann an, nämlich Rainer Scholz, der heute Geburtstag hat. Vielleicht wäre es sonst das 2:1, das allerdings nicht verdient gewesen wäre. Fazit, es endete mit einem leistungsgerechten 1:1 dieses Südwestderby. Lautern spielerisch über weite Strecken gefälliger. Waldhof überraschend oft ohne Bindung. Über die Kurpfalz-Vorherrschaft konnte nicht entschieden werden. Müsste ich nach den gezeigten Leistungen wählen, ich würde das alte Volkslied der Jäger aus Kurpfalz vorziehen.